So, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hellstone abfarmen, das ist das heutige Motto, was wir hier ausgiebig zelebrieren, sage ich jetzt einfach mal. Und wofür brauchen wir Hellstones eigentlich? Jetzt kommt hier schon wieder so ein Imp oder was? Komm du mir mal nach Hause. Ach nee, der bleibt da oben, okay. So ein Assi. Na gut, mir egal. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Hellstone, werdet ihr euch fragen. Molten Fury ist natürlich schon mal die erste Antwort. Aber ich habe noch eine zweite Antwort für euch. Hellfire Arrows. Die brauchen nämlich auch enorm viel Hellstone, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, 10 Pfeile brauchen einen Hellstone-Block. Und die Rüstung werde ich mir nicht herstellen. Nein, die Rüstung werde ich mir nicht herstellen. Da enttäusche ich jetzt vielleicht den einen oder anderen. Weil die Rüstung ja doch ziemlich stark ist, sag ich mal. Aber glaubt mir, die Rüstung werden wir nicht brauchen. Nein, die brauchen wir nicht. Auch nicht gegen die Wall of Flesh, behaupte ich jetzt einfach mal. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, liegen da unten noch ziemlich viele Hellstones, oder? Ja, 2 ist jetzt nicht so viel. Wenn wir hier nochmal... Ah, shit. Okay, warte, wir müssen Abfluss bauen. Den guten alten Lava-Abfluss, immer wieder wichtig, damit die Rohre nicht verstopfen. So, und jetzt mache ich es mal ein ganz bisschen anders, dass ich hier einfach so ein riesiges Becken schon baue. So, und dann kann das hier abfließen einfach alles. Obwohl ich jetzt hier drüben noch eine weitere Ader entdeckt habe, die ich natürlich dann auch noch gerne abfarmen würde. Ja, oh, what the hell? Ja, Hölle ist das richtige Stichwort, aber ey, das ist doch schon ein bisschen übertrieben, ey. Hi, ich bin hier übrigens hinter dir. Granz, hallo, dreh ich doch mal um. Ich bin dein größter Fan. Ich find's immer cool. Man kriegt in der Tat ab und an mal so Nachrichten, wenn jemand schreibt, er wäre der größte Fan von einem. Und ich schreibe dann ganz gerne zurück, echt, wie cool, wie groß bist du denn? Im Sinne von, ne, wie, größter Fan. Ist schon klar, wie es gemeint ist. Aber ich sag dann immer ganz gerne, cool, wie groß bist du denn? Und dann muss man halt irgendjemanden zum Vergleich haben, den man kennt, der schon größer ist. Und dann sagen, ja, nee, tut mir leid, das ist ein größerer Fan, der ist 1,93. Oder wie auch immer. Ach ja, das finde ich irgendwie lustig. Ich muss so eine stumpfen Späße halt immer machen. Ja, ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch! Wenn ihr mich nicht kennt, warum habt ihr eingeschaltet? Seid ihr verrückt? Selber schuld, meine lieben Freunde. Obwohl, nee, ihr seid ja gar nicht meine Freunde, ihr kennt mich ja gar nicht. Wow, da ist schon wieder der nächste Imp. Zack. Boah, ich hoffe, man kann bei Molten Fury endlich gedrückt lassen. Das wäre ein Traum, der dann in Erfüllung geht. Ey, da wäre mein Höschen richtig feucht. Kann ich euch jetzt schon sagen. Oh Gott. Man merkt schon wieder, der Terraria-Tag, der bekommt mir nicht meine... Hirnwindungen nehmen wieder Ausmaße an, die erschreckend sexistisch sind. So, wenn das hier mal eine große Ader ist, ey. Geiles Ding. Geiles Ding, geiles Ding, geiles Ding. Es ist nur die Frage... Oh, ich habe keinen Bock, ne? Kann ich da nicht einfach mit einer Bombe arbeiten? Nein, natürlich nicht. Oh, das ist doch scheiße. Wow, nein, nein, nein. Lieber den Bombenschaden nehmen, als da unten gleich in der Lava zu stehen. Ah, Grandstore, du machst doch immer Sachen, ey. So, jetzt bloß nicht loslassen mit dem Enterhaken. Ich hänge mich hier oben nochmal ran. Eieiei, ey. Nur weil ich faul bin. Siehst du, jetzt habe ich viel mehr Arbeit. Also manchmal sollte man einfach die Arbeit so erledigen, wie sie geplant ist. Dann hat man manchmal ein bisschen weniger Probleme. So, wenn ich hier jetzt hier Licht hinmache, dann... ist das alles ein bisschen schöner direkt. So, trotzdem können wir, glaube ich, diese Ader hier ganz gut abbauen, oder? Glaub schon. Glaub nicht, dass wir hier so viele Probleme kriegen werden. So, fangen wir mal hier an. Genau. Das kann man so machen. Und dann sammeln wir hier schon mal die ersten Hellstones ein. Her damit. Dankeschön. Wie viele haben wir jetzt eigentlich schon? 195, ja, das ist eine sehr schöne Hausnummer. Ich denke mal, für Molten Fury sollte das definitiv ausreichen.
So, jetzt hänge ich mich hier oben ran. Zack. Und jetzt würde ich gerne erstmal den unteren Layer hier abarbeiten. Den können wir dann direkt auch noch mit einsammeln. Oh, warte mal da. Moment, Moment, Moment. Hier links habe ich doch noch was erspäht. Und was sich natürlich auch sehr gut trifft da links, ist, dass es da nicht tiefer geht. Das heißt, wenn ich mich hier raufstelle, den untersten Layer kriege ich nicht. Shit. Ah, Moment, da müssen wir uns was einfallen lassen. Nein, 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 nein. Oh Mann, Kacke. Okay, 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 okay. Ist das jetzt verloren, das Zeug? Ich hoffe nicht. Wenn ich jetzt den Hellstone wegmache, ein Hellstone macht ja keinen ganzen Lava-Block. Ihr wisst, wie ich das meine, hoffe ich. So, und wenn ich jetzt mich hier so hinhangel... Ah, da komme ich nicht ran. Shit. Okay, warte, eine Möglichkeit sehe ich noch. Wenn wir hier so ein bisschen aus... Oh, nee. Wehe, du schubst mir jetzt in die Lava, da raste ich aber aus. Zack, besiegt. Wenn wir hier so einen kleinen Durchgang machen, kann ich hier einen Dirt hinsetzen? Nein, natürlich nicht. Und natürlich kommt da wieder ein Imp. Ah, da ist er. Noch einer, noch einer. Shit, das ist noch einer. Aber egal, gar kein Problem für uns. Meine Güte, ey. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Wenn ich das abbaue, dann komme ich hier an den Layer noch ran. Hehe, okay. Okay, nee. Mehr Risiko gehe ich nicht ein. Ich will ja hier nur Hellstone abfarmen und nicht sterben. 100 Mal. Aber hier haben wir ein ganz schönes Loch in die Landschaft gerissen. Also, nicht schlecht. So, wie bauen wir denn das jetzt ab? Einfach hier so ranhängen. Ist ein Hellstone gerade da? Nein, scheiße. Ein Hellstone ist da unten drin. Ja, mitgenommen. Sehr gut. Zack. Und wieder hier hoch. Jeder Hellstone muss mitgenommen werden von uns. Das geht anders leider nicht. Okay, die kriegen wir. So, den kriegen wir auch. Den auch. Die da oben sowieso. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's ein bisschen schwerer. Jetzt nehmen wir den. Und dann nehmen wir jetzt hier von links die langsam weg. Dann müssen wir hier rechts hin. Nein, links. Also praktisch das andere rechts. So, einmal. Zack, nochmal. Und klauen wir uns den auch noch. Eieieiei. Okay, 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 okay. So, was machen wir jetzt? Hier ist noch eine dicke Ader. Bin jetzt echt in Hellstone. Abfarmfieber. Verfallen. Ich würde fast sagen, dass wir das hier so machen. Warte mal, wir brauchen Licht da oben hin. Und dass wir hier auch einfach wieder von oben... Also einfach hier so machen. Ich glaube, das kommt am besten. So, da oben muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir da keinen Durchbruch starten. Und wir dann auf einmal da vor dem Problem stehen, dass uns die Lava wieder hier voll... flutet. Aber das sieht gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Also wir haben es echt gut geschafft, hier die ganzen Hellstone-Dinger abzufarmen. Dafür, dass wir noch nicht so gut ausgerüstet sind, sag ich mal. Ey, gib her. Gib den Hellstone her, der steht mir zu. Wie viele sind das da hinten? 2. Ah. 2 Dinger liegen lassen, das will ich eigentlich nicht. Okay, vielleicht kriege ich die ja gleich noch irgendwie... Ich könnte natürlich den ganzen Laden hier unten jetzt einfach mal fluten. So. Den können wir noch abbauen, ohne dass das irgendwie was Böses auf uns herabregnen lässt. Ja, doch, die ganze Scheiße geht da jetzt weg. Sehr gut, und wir können hier rüber und haben unsere beiden Hellstones, die uns hier definitiv zustanden. Ja, die haben wir ja abgebaut, also stehen die uns auch zu. So. Also ich würde sagen, die Folge hier verbringen wir noch damit, Vorsicht, verbringen wir noch damit, den Hellstone abzufarmen.
Und dann werden wir beim nächsten Mal den Molten Fury uns herstellen. Und wahrscheinlich müssen wir uns auch direkt mit der blöden Goblin-Armee herumschlagen. Ich weiß nicht genau, wie nah wir am Spawn-Point sind. Ich glaube, wir haben uns aber schon ein bisschen noch wegbewegt gehabt, oder? Kann das? Ich glaube schon. So, das war nur ein Ascheblock, okay. So. Und du nimmst den hier mit. Nice one. Ja, hier kann ich eigentlich mal einfach so hochkraxeln. Boah, es ist so krass, ey. Immer neue Hellstone-Lager tun sich hier auf. Und wir nehmen sie einfach alle mit. Wir nehmen sie einfach alle mit. Das ist unglaublich. Aber es bietet sich einfach an, Leute. Wir werden dann so viele Hellfire-Arrows haben. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Und dann werden wir die Welt in Angst und Schrecken versetzen mit unseren Hellstone-Arrows. Ich weiß gar nicht, was sind denn die nächstbesten, die es dann später im Hard-Mode geben wird. Es gibt noch die Holy, das weiß ich. Die werden aus Einhornhörnern, glaube ich, gemacht. Was gibt es noch? Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich nutze einfach viel zu selten den Bogen. Hab den ja sonst eigentlich so gut wie nie benutzt, wenn ich normal gespielt habe. Wenn ich normal gespielt habe, habe ich eigentlich so gut wie immer Nahkampfwaffen nur benutzt. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt würde ich hier gerne mal eben eine Schicht Erde aufstapeln. So. Und jetzt haben wir 320. Alter Vater, ey. Also ich nehme das da unten jetzt nochmal schnell mit hier, was hier noch hängt. Das liegt hier gerade so schön nagelig vor uns. Da kann ich nicht widerstehen. Da muss ich über das Hellstone herfallen. Aber da würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle einen Cut für heute. Ich denke, wir haben fürs erste genügend Hellstone abgefarmt. Ah, halt. Ganz wichtig. Okay, wir machen noch keinen Cut. Das Wichtigste haben wir jetzt ja fast vergessen, Leute. Was brauchen wir denn noch, wenn wir Hellstone herfarmen wollen? Natürlich brauchen wir eine Hellforge. So, und ohne Hellforge... Wow. Ohne Hellforge wird das hier alles total sinnlos gewesen sein. Deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie noch eine Hellforge hier herholen. Ja, ja, schieß du mal. Oh, ich spring da auch noch rein. So, okay, sehr gut. Deswegen müssen wir noch eine Hellforge mitnehmen. Und ob wir eine Hellforge jetzt noch so schnell finden, das ist natürlich die Frage. Hier in diesem Gebäude war keine, ne? Nee. Ist da drüben eine? Nein, da drüben ist diese Shadow Chest, wie gesagt. Okay. Wie sah es da unten aus? Konnte ich da... Oh nein, Lava. Okay, aber ich glaube, wir kommen darüber. Also, wenn wir laufen... Zack. Wow. Okay, wir sind immerhin sind wir rübergekommen. Das ist die Hauptsache. Ohne in diese dicke Lavagrube gefallen zu sein. Und dort haben wir eine Hellforge. So. Zack. Einfach mal hier die Tür öffnen. Und dann sind wir drin, nehmen die Hellforge mit und jetzt können wir den Part ruhigen Gewissens beenden. Ich zerschlage hier nochmal die Truhen, denn ich habe Hoffnung, dass da Hellfire Arrows drin sind. Leider nein. Nun denn, werte Freunde, ich bin... Oh, 7 Hellfire, haha, habe ich doch gesagt. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit, schön, dass ihr dabei wart und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Das war der Terraria-Tag für heute, ein bisschen Hellstone-Gefarme, aber das muss halt auch mal sein, dafür geht's dann nächste Folge wieder mit der Action los. Und dieser Imp, der wird jetzt noch sterben und dann würde ich sagen, ist Ruhe im Puff, macht es gut.